Wie viele Quittungen hängen hier eigentlich, als wären sie Wäsche? Du kannst nicht gut schlafen, du hast was vergessen. Ich hab schon tausendmal gesucht, doch ich finde nicht den Schein für die Wäscherei. Drum schreib doch selber ein. Ich hab alle schon sortiert, in meinem Kopf hat's vibriert. Du hast den Pulli anprobiert, doch der hat dich deprimiert. Drum eck dich gestisch vor Zweiflung und du läufst, und dann läufst du wohl im Kreis rum. Und ich zeige jetzt mit Nachdruck nach hier und dann lass ich's. Auf einmal ist das Licht aus, dann Skatepark mit Asi. Wer sind denn die da drüben, die beiden? Ich schau mal besessen, ich dreh mich im Blaulicht, verschenk Zigaretten. Du läufst schon wieder rum im Dunkeln, ich steh wieder hier allein. Die scheiß Steuererklärung krieg ich echt nicht auf die Reihe. Eigentlich wollte ich monatlich Belege sortieren, doch dann hab ich begonnen mit Ladies zu rotieren. Sie küssen sanft in Slow-Mo und dann so schauen sie sich voll intensiv an. Ich dreh mich und ich hebe die Hand hoch. Sie rennt, er hält sie an der Hand. Sie schmiegt sich dran an seine Schulter und ich steh immer noch im Dunkeln und ich schau jetzt mal nach oben. Wie viel verkosten kann ich abschreiben? Ich hab es vergessen. Schatz, ruf mal beim Amt an. Ich will die nicht stressen. Ich geb der Weiner Dame Feuer und dann geh ich wieder rein. Und du schaust immer noch schockiert und stehst da ganz allein. Halt den Gimbal auf mich drauf, du bist total in dem Lauf. Und plötzlich bist du traurig und wirfst Textil aufs Bett drauf. Und der Scheiß hier treibt mich in den Wahn. Und du weinst, denn du weißt, das Amt kennt keine Bahn. Ich hab schon tausendmal ne Excel-Liste angefangen, doch jedes Mal, wenn ich was eintrag, verkack ich's hart. Wie viele Zettel musst du noch schreiben? Eigenbelege, ich kann das nicht abschreiben, auch nicht, wenn wir sie hängen. Mein Buchhalter sagt das, dass so nicht legal ist und dass mich das